An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit der Stimme von Casper. Man kennt es mittlerweile nicht mehr anders, ja. Wie gesagt, für alle, die es gestern noch nicht mitbekommen haben. Ich war beim Festival, bin wieder zurück und meine Stimme ist einfach komplett im Arsch. Ja, muss man halt einfach so sagen. Trotz alledem wollen wir heute wieder zwei schöne Pakete öffnen. Ja, und zwar bei FIFA 18 und zwar auch die Team of the Season SPC-Sets, wo man garantiert eine Team of the Season aus der Bundesliga ziehen können. Und ich bin mega gespannt, was wir ziehen werden. Ich bin auf jeden Fall extrem gehypt auf diese Packs. Es gibt einige gute Spieler, einige BVB-Spieler, die ich sehr gerne haben möchte. Die sind natürlich untradable. Mal gucken, wir haben gestern schon unseren besten Pool gemacht. Vielleicht können wir den heute toppen. Ich glaube, geht nur mit vom Wert her. Ich glaube, Goretzka, Reus und Lewandowski. Wir haben zwei Packs. Wir werden sie öffnen und starten direkt mal rein ins Video. Wenn euch das ganze Video gefällt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben geben würdet. Lasst gerne ein Abo da, Glocke aktiviert, wie ihr lustig seid. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und gehen damit direkt mal in die Squad Building Challenge. Wir ziehen heute zwei, weil ich ja beim Festival war und die am Sonntag nicht für mich selber öffnen wollte, sondern hier ganz entspannt im Video. Bundesliga-Team der Saison. Anforderungen müssten, denke ich mal, jetzt mittlerweile fast jeder wissen. Wir brauchen wie immer ein Team of the Season-Spieler, Bundesliga mindestens zwei. Team-Gesamtbewertung mindestens 82, also wieder ein Stück weit weniger als bei der La Liga und der Premier League. Eine 65er Team-Chemie, auch hier 5 weiter nach unten gegangen und Anzahl der Spieler im Team 11. Ich habe das Ganze entspannt gemacht, ich habe Caleron hier reingepackt. Dann hier mit Torres bin ich hier über die Untradable-Spieler gegangen, die wir in den Premium-La Liga-Packs aufgemacht haben. Und Campbell und Sabitzer hatte ich noch rumliegen, die passen rein. Wir haben eine 82er Chemie, 82er Bewertung. Und die ganze Sache geht jetzt natürlich noch bis Mittwochabend, ja, oder Donnerstagabend, eins von beiden. 1:23, heute ist Dienstag, also bis Donnerstagabend. Wir schließen das Ganze ab, Bundesliga-Team der Saison und damit wollen wir direkt mal reinstarten. Wir wollen nicht viel drum rumlabern, einfach Abfahrt geben, einfach die Packs aufmachen und schauen, was wir drinne haben werden. Ganz einfaches Prinzip, schreibt mir gerne auch für eure Seite aus rein, was habt ihr in den zwei Packs gezogen. Ja, zwei werden wir jetzt ziehen, ich hoffe auf kein Duplikat. Das wäre extrem bitter und damit starten wir direkt mal rein in 3, 2, 1, let's go und gucken einfach mal, was uns erwarten. Ja, Rechtsverteidiger Kimmich wäre sehr, sehr geil, den würde ich auch sehr gerne ziehen, den würde ich, denke ich, auch durchgängig spielen. Wir ziehen erstmal leider keinen überragenden Spieler, aber mit Sané einen Innenverteidiger mit einem 91er Rating, der extrem groß ist, ja, der extrem körperlich starkes, defensiv starkes Dribbling, passende, auch souverän, 76er Tempo, können wir am Anfang erstmal mitleben. Klar erwarte ich hier nicht, dass wir hier 10.000 verschiedene richtig gute Spieler ziehen, sondern mit Sané können wir zufrieden sein. Er hat mittelhohe Arbeitsraten, 1,96 groß. Die Balance bei 46 ist schwierig einzuschätzen. Keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall mal testen. Abschluss kannst du nicht machen. Volleys auch nicht, Elfmeter nicht, Fernschüsse nicht. Also das ist kein Naldo, weil Naldo ist halt einfach einer, der auch beim Schuss sehr, sehr gute Werte hat. Tempo stimmt aber, Passspiel ist okay. Ja, Dribbling passt, ja, bis auf die Balance. Beweglichkeit 75 gefällt mir. Dazu noch eine gute Defensive und eine sehr, sehr gute Physis. Mit 96 Stärke und 94 Aggressivität läuft der Hase. Deswegen packt man den natürlich in den Verein und machen direkt mal weiter mit Pack Nummer 2. Bundesliga-Team der Saisonspieler. Abfahrt, diesmal mit der Nase. Mit der Nase. Und schau mal, vielleicht wird es ja Müller, Lewandowski, irgendeiner. Ich würde mich freuen. Ja, ich würde mich freuen, es wird werden ein deutscher LV. Das wird Max werden. Und ihr wisst ja genau, dass wir mit Prime Icon Carlos spielen. Deswegen ist Max nicht wirklich derjenige, den ich unbedingt gerne gehabt hätte. Ja, zwei Defensive auch noch, das ist jetzt nicht ganz so optimal, aber ich meine, er hat 89er Tempo, einen sehr, sehr guten Passwert, gutes Dribbling, gute Defensive, gute Physis, geht in Ordnung, aber zum Ausrasten jetzt sind es die zwei Spieler nicht gewesen. Ja, aber trotzdem Max, wir können ja mal reingucken, auch er, Mittelarbeitsraten 1,78 ist er groß, ist ja jünger als ich, ja, er ist sogar jünger als ich, Antritt fehlt ein bisschen, Sprintgeschwindigkeit sehr gut, Schusskraft 99, Er hat eine sehr, sehr gute Freistoßpräzision. 99er Flankenwert, kurzer Pass 99.
Dribbling sieht sehr gut aus, sehr solide. Wir haben eine gute Defensive, die wir hier mit haben, mit 95 faire Zweikämpfe und 93er Grätsche, 91er Ausdauer, 80 Stärke. Man kann ihn mal probieren. Man könnte ihn natürlich einfach mal vergleichen, wie es aussieht mit Carlos. Und dann werde ich einfach mal schauen, benutze ich den hier oder benutze ich doch Carlos? Müssen wir mal schauen. Aber das waren unsere zwei Team of the Season Spieler. Sonst können wir nochmal gucken, ob irgendwelche neuen Promo-Sets rausgekommen sind. Guck mal, wir haben 50k-Sets. Da lass uns einfach noch die öffnen. Vielleicht haben wir ja nochmal Glück. Die FIFA Points brauche ich jetzt persönlich sowieso nicht. Haben wir ja gestern fürs Video genutzt. Abfahrt, geht's los. Vielleicht ziehen wir ja noch was Gutes. Schlitz ist zumindest schon mal da. Das ist doch ganz schön. Vielleicht haben wir Glück und ziehen noch einen dritten. Und diesmal einen besseren Innenverteidiger. Wird Hövedes werden. Okay, im 83er wenigstens. Das ist schon mal drin. Na, wäre eine Katastrophe, wenn hier man hier ohne Schlitz rausgeht. Ist halt einfach so. Wen haben wir noch drin? Viviano ist noch mit dabei. Das geht klar. Rodriguez, Sarabia sind wahrscheinlich nichts weiter wert. 3 Packs haben wir noch. Und oder wir haben jetzt 3-5, ne? 3-5? Lass uns 5. Oder was sind das? Premium-Bundesliga-Spieler-Sets. Für 400. Lass uns die öffnen. Lass uns die öffnen. Ich denke, das ist nicht ganz so schlecht, weil wir halt insgesamt definitiv 12 Spieler aus der Bundesliga haben. Und 400 FIFA-Points können wir mitnehmen. Und werden die halt so schnell wie möglich jetzt einfach durchrocken. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht ziehen wir noch ein 35k-Pack. Man weiß ja nie. Ja? Aber die können wir halt alle verwenden, um dann irgendwann SBCs oder sonstiges zu machen. Ja? Nächstes Pack. 400 Münzen, 400 FIFA-Points werden hier geöffnet. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja? Erster Schlitz ist zumindest schon mal da. Wird Forsberg werden auf Ansage? Nein, Pisscheck. Bei Lewandowski kann es ja nicht sein. Aber Rechtsverteidiger Pisscheck kostet aber auch knapp 3.000, 4.000 Münzen. Absolut in Ordnung, da brauchen wir uns nicht beschweren, die können wir weghauen. Wir haben jetzt noch insgesamt 2,7 übrig. Wir machen erstmal ein Megaset auf, lassen uns die 4500 FIFA Points noch verziehen. Dann läuft der Hase. Ja, dann läuft der Hase. Gucken wir mal rein, nächster Schlitz ist da. Kein Team of the Season, aber es wird werden. Italien, Stürmer. Und das wird Belotti. Ja, 83er Belotti hat ganz akzeptable Werte, muss man jetzt wirklich sagen. Geht auf jeden Fall gut klar. Und die packen wir natürlich alle jetzt in den Verein hinzu. Also relativ schnell auch jetzt die ganzen Packs hier gehandhabt. 2000 FIFA Points haben wir noch. Das sind nochmal 5 Packs von denen hier. Die wollen wir natürlich noch ziehen, um die Hoffnung natürlich zu haben auf ein Team of the Season. Schade. Ja, wirklich schade. Können wir überspringen. Ist sowieso kein 83-Plus-Spieler. Sowas wie ein Boateng oder sonst was. Max Meyer, Weltklasse-Niveau. Die Davi haben wir noch mit dabei und André Schürrle. Machen wir weiter, nächstes Pack, let's go. Nächsten FIFA-Points, die wir hier rausballern werden. Auf geht's und wieder kein Blauer, deswegen auch das Pack können wir damit auf ganz entspannt überspringen, weil uns das wirklich nichts weiter weiterhilft. Castro können wir nochmal in den Verein speichern, vielleicht auch nochmal den Schmelzer. Der könnte vielleicht nochmal ein Stück weit jetzt hochgegangen sein bei der Bundesliga-SBC. Wir machen weiter, nächstes Pack. 3 haben wir noch zur Verfügung stehen, komm. Dreimal die Chance, vielleicht hier doch noch einen blauen Schlitz zu bekommen. Normalen erstmal. Oh, Jungs. Normaler erstmal. Schweiz, Torhüter, Sommer oder Birki. Es wird Sommer werden. Ja, wenigstens ein Schlitz. Wenigstens die Tafel ist hier bei uns angekommen. Nastasic noch dabei und Bernat. Auch die Bernat könnte man nochmal drauf speichern. Vielleicht ist der nochmal ein bisschen was wert. Weil durch die Kulturaustausch SPC. Und damit gehen wir zum vorletzten Pack heute über. Wenn ich mich nicht verlesen habe, aber es müsste so sein. Nochmal blau, vorletztes Pack war ja gestern sehr, sehr gut. Aber nee. Das wird Aranguiz von Bayer 04 Leverkusen. Denke ich mal zumindest. Ja, so sieht's aus. Die können wir nochmal speichern und das stoßen wir ab. Und damit gehen wir jetzt zum letzten Pack über des heutigen Videos. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Und wir machen das Ganze nochmal mit der Nase auf. Und hoffen wir einfach mal auf ein bisschen Glück. Ah, ist das bitter. Jetzt kommt Forsberg. Ja, auf Ansage. Vorhin haben wir es gehofft. Gehofft zumindest nicht, beziehungsweise angesagt. Jetzt kommt er wirklich. 83er Forsberg bedeutet, aus den restlichen 4500 FIFA Points haben wir keinen Team of the Season gezogen. Okay, lernen wir erstmal mit so. Und damit, ja, noch 2 BVB-Spieler drin. So muss das natürlich sein. Ich wünsche euch natürlich noch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, ihr genießt die Sonne, ihr genießt das wunderschöne Wetter. Geht raus mit euren Freunden, macht viel, geht in die Stadt oder sonstiges. Danke für eure Aufmerksamkeit trotzdem, dass ihr das Video bisher geguckt habt. Wenn ja, lasst gerne noch ein Abo und einen Daumen nach oben da. Ich bin raus. Immer smart und sexy bleiben. Euer Chris und
Ciao.